Du möchtest ein Work and Travel machen, weißt aber noch nicht genau wo? Dann wird dir dieses Video weiterhelfen. Viel Spaß! Hey, ich bin Tim von Tim Ventures und hier geht es um Reisen, Auslandsaufenthalte und noch viele Dinge mehr. Wenn dich das Thema interessiert, lass auf jeden Fall ein Abo da, dann verpasst du nämlich nichts mehr. Schau auch zu jeder Zeit des Videos gerne in die Videobeschreibung, wo ich Texte und Links einfüge zu den Sachen, die ich hier im Video erwähne. Die Hauptländer für ein Work and Travel sind Australien, Neuseeland und Kanada. Aus diesem Grund möchte ich dir diese drei vorstellen, damit du eine bessere Entscheidung treffen kannst, wo du dein Work and Travel machen möchtest. Viel Spaß! Die Hauptländer für ein Work and Travel sind Australien, Neuseeland und Kanada. Ich möchte dir deshalb diese drei Länder vorstellen, damit du eine bessere Entscheidung treffen kannst, wo du dein Work and Travel machen möchtest. Kanada. Wenn du ein Naturliebhaber bist, dann bist du in Kanada definitiv richtig. Es gibt unendlich viele abwechslungsreiche, schöne Landschaften, bergig, weniger bergig, das hängt dann teilweise auch von der Region ab. Man kann sogar surfen, je nachdem, wo man in Kanada ist. Und natürlich gibt es auch verschiedene große, besonders coole Metropolen wie Quebec, Toronto, Vancouver. Das sind schon alles besondere Städte. Besonders sticht in Kanada auch die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Bewohner hervor. Des Weiteren gibt es in Kanada auch echt coole Unterkünfte, zum Beispiel eine Holzhütte mitten im Nirgendwo. Das sind dann schon echte Erfahrungen, die man teilweise nirgendwo anders machen kann. Und zum anderen hat es dann auch den Vorteil, dass es gerade in ländlicheren Gebieten und teilweise auch wirklich günstige kleine Wohnungen zu mieten in Anführungsstrichen gibt auf bestimmte Zeit. Und ja, wenn etwas Günstiges da ist, dann ist das natürlich toll für Work and Traveler, weil das Ganze kostet natürlich ja auch, wenn man dann herumreist, und da ist es natürlich besser, wenn man ein bisschen Geld sparen kann. Gerade wenn du viel draußen aktiv bist, bietet dir Kanada viele tolle Möglichkeiten. Im Sommer sind das dann so Sachen wie Lacrosse oder Volleyball, aber im Winter natürlich ganz klassisch, wenn du darauf stehst, Skifahren, Snowboarden. Wo kann man das schon so gut machen wie in Kanada? Die Rocky Mountains sind das Paradies für Ski- und Snowboardfahrer und wirklich nicht mit den Alpen zu vergleichen. Du sprichst Französisch? Dann kann das auch ein Grund für dich sein, denn es gibt einige Regionen in Kanada, wo Französisch gesprochen wird. Zum Beispiel in der Provinz Quebec wird sogar nur Französisch gesprochen, beziehungsweise es wird natürlich auch Englisch gesprochen, aber Französisch ist dort tatsächlich die einzige offizielle Landessprache. Besonders cool ist natürlich auch die Nähe zu den USA. Natürlich gibt es kein eigenes Work-and-Travel-Programm für die USA, aber es gibt natürlich ein Hintertürchen, wie man das benutzen kann. Dafür habe ich auch schon mal ein Video gemacht, was du da oben oder in der Beschreibung findest. Und ja, damit kannst du dann ja, so mehr oder weniger ein Work-and-Travel machen. Aber es ist natürlich auch cool, wenn du einfach in Kanada arbeitest, aber dann kurz nochmal durch die USA reist, denn du kannst natürlich einfach ein Touristenvisum beantragen und kannst dann für bis zu 3 Monate in den USA bleiben. Sprich, du fährst einfach über die Grenze, arbeitest bis kurz vor der Grenze, reist dann 3 Monate durch die USA, fliegst vielleicht wieder noch sogar zurück nach Kanada und arbeitest dann weiter. Beziehungsweise nach den 3 Monaten hatte das auch ein Freund gemacht, dass er erst Work and Travel durch Kanada gemacht hat, dann noch 3 Monate USA und dann nach Hause zurückgegangen ist. Die Tätigkeiten, die man in Kanada machen kann, sind häufig saisonal. Im Winter gibt es gerade sehr viel mehr Jobs. Das liegt halt daran, dass natürlich auch der Tourismus im Winter noch ausgeprägter ist, weil auch viele Amerikaner oder so zum Skifahren nach Kanada fahren. Und dann sind da einfach viel mehr Jobs vorhanden. Aber die Gastronomiebranche etc. und Touristikbranche insgesamt hat viele Jobs in Kanada, die man machen kann. Natürlich kann man auch auf ein paar besondere Sachen hinaus abzählen, wie zum Beispiel, dass man auf einer Tar Sands Mine zwischenzeitlich arbeitet oder auch den Holzfällern in Kanada unterstützt oder auch die Firewatch, die suchen auch eigentlich immer Leute und da kann man dann teilweise auch ja, zeitweise drüber arbeiten. Ist aber nicht ganz so einfach daran zu kommen, wie jetzt vielleicht an einen Kellnerjob. Australien. Du bist gesellig auf jeder Party dabei, freiheitsliebend und zudem noch ein Sonnenanbeter, dann ist Australien was für dich. Auch die Australier sind sehr locker und hilfsbereit. Vielleicht aber nicht ganz so offen wie jetzt die Kanadier. Neben den vielen Partys, die man in Australien erleben kann, wozu man aber auch sagen muss, dass der Alkohol dort wesentlich teurer ist,
gibt es natürlich auch die traumhaften Strände. Hier kann man einfach in der prallen Sonne relaxen oder auch besondere Wassersportarten wie Surfen ausprobieren. Natürlich kannst du auch tolle Weltmetropolen wie Brisbane und Sydney in Australien erkunden oder mal was ganz anderes und Richtung Outback fahren. Dazu musst du auch nicht in die Mitte Australiens fahren, es reicht tatsächlich schon so in die Richtung zu fahren und ein Stück einfach ins Landesinnere zu fahren, da kriegt man diese Erfahrung auch schon ganz gut mit. Gerade wenn man sowas macht, begegnet man dann auch Kängurus oder Quokka oder auch Wombats etc. in der Natur und das ist natürlich wirklich cool. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang bei einer Freundin von einer Tante mitten im Outback gewohnt und die hat so ein mega offenes Haus, wirklich extrem cool. Die Tiere kamen da wirklich überall ran. Alles offen, die Kängurus waren direkt vor der Haustür, sie hat sie gefüttert, überall waren die Vögel und das war einfach wirklich eine super Erfahrung und kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Das Schöne in Australien sind wirklich auch die vielfältigen Landschaften, weil man halt von Wüste über Regenwald, über Berge, über Küstenregion alles hat. Im Winter kann man in einigen Berggebieten sogar tatsächlich Skifahren und ich glaube, so viel Abwechslung bekommt man nicht an allen Orten der Welt. Insgesamt muss man sagen, dass Australien viele tolle Naturparks hat und auch insgesamt viele ja, besondere Naturformungen, wie halt zum Beispiel die Olgas oder den Uluru, also den Ayers Rock in der Mitte. Das sind schon besondere Gesteinsformen und wer es sich leisten kann, der kann das auch gut mitnehmen. Es ist halt wirklich teuer, den Uluru mitzunehmen quasi, aber ich fand, das war eigentlich schon eine echt super Erfahrung, weil das Programm darum ist einfach echt ganz cool gewesen, dann auch noch mit Sternen-Barbecue dahinter nach und war wirklich ganz cool. Wer Tauchen und Schnorcheln mag, der sollte auch auf jeden Fall zum Great Barrier Reef fahren. Das ist echt, echt cool. So viele Fische und Korallen, wie man da sieht, das bekommt man ja wirklich nirgendwo auf der Welt, denn das Great Barrier Reef ist nun mal das größte Korallenriff der Welt. Des Weiteren gibt es eigentlich auch überall Jobs und gar nicht so stark saisonweise. Vor allem halt Farmarbeit und Fruitpicker-Jobs, also indem man zum Beispiel Ernten hilft. Natürlich sind diese ganzen Fruitpicker-Jobs schon irgendwo saisonal, aber dadurch, dass ja nicht alles zur gleichen Zeit geerntet wird, kann man doch eigentlich auch da eigentlich das ganze Jahr über Jobs finden. Logischerweise hat auch gerade in den Küstenregionen und in den Großstädten auch Australien einen unglaublich großen Tourismus- und Gastronomiebereich. Das heißt, Kellnern oder bei Tourismussachen helfen, das klappt eigentlich immer. Und man findet auch Jobs auf relativ kurze Zeiten und vor allem auch relativ kurzfristig. Und das ist eigentlich ganz schön, weil man so immer recht flexibel ist. Bei Australien herrscht ja auch oft das Vorurteil, dass hier echt extrem viele giftige Tiere sind. Und dann fragen dann immer viele Leute, ja, ich traue mich das nicht so ganz, ich habe echt Angst vor Spinnen. Ja, es stimmt schon, in Australien sind die meisten giftigsten Tiere der Welt, aber tatsächlich trifft man die gar nicht so oft. Keine Ahnung, ich habe vielleicht ein, zwei, dreimal eine Spinne gesehen und die halt auch wirklich nur draußen und ja, nicht irgendwie in meinem Hostels etc. Schlangen kann man zwar auch treffen, aber auch die sind eher schreckhaft, wenn man sich auf den Wegen hält. Und das Einzige, wovor man wirklich halt aufpassen sollte, sind diese sogenannten Würfelquallen. Aber auch die, vor denen wird dann immer an den Stränden gewarnt, wenn dann welche da sind, beziehungsweise im Winter sind dann halt auch gar keine da. Und insofern kann man das auch gut ummanövrieren. Und es ist halt wirklich echt nicht so schlimm, wie es oft rüberkommt. Und eigentlich gar nicht schlimm. Ein bisschen aufpassen. Und wenn, dann erkennt man die giftigen Situationen von weit entfernt, beziehungsweise dass so eine vorkommt, ist auch eine Chance von 1 zu 1000. Insofern kann man eigentlich auch relativ ruhig blutend nach Australien fliegen. Neuseeland. Aus irgendeinem Grund gibt es in Neuseeland Vorurteile, dass man dort echt alleine unterwegs ist. Und das ist eigentlich nicht so, denn auch in Neuseeland gibt es zahlreiche Work-and-Traveler, mit denen man zusammenreisen kann, beziehungsweise vielleicht reist man ja ohnehin schon mit irgendwem zusammen. Und dadurch ist man auch da nie alleine. Die Neuseeländer sind recht aufgeschlossen und plaudern gerne. Sie leben nach dem Motto Leben und Leben lassen und sind auch wirklich sehr gelassen. Neuseeland ist vor allem für wetterfeste Outdoor-Abenteurer geeignet, die wirklich auf Wandern stehen und die unglaubliche, wunderschöne Natur Neuseelands genießen wollen. Die ist nämlich auch in Neuseeland recht vielfältig. Zwar gibt es dort nicht so wirklich Wüsten, jedoch auch besondere Berge, aber auch Hügellandschaften, Ebenen etc.
Und natürlich gibt es auch einige Großstädte mit Auckland und Wellington. Vergleicht man sie jedoch mit anderen Großstädten, sind sie dennoch verhältnismäßig klein. Auch das Meer ist meist nicht weit entfernt und auch Neuseeland hat einige an schönen Stränden. Mitnehmen solltest du Neuseeland natürlich, wenn du dich dafür interessierst, die Herr der Ringe Drehorte, weil das ist auch wirklich echt cool, sich die anzugucken. Selbst wenn man jetzt nicht der allergrößte Fan davor ist, aber wenn man sich ein bisschen dafür interessiert und insgesamt auch Filme so, dann ist es schon echt cool, sich das mal anzusehen. Zudem bietet einem Neuseeland an, Vulkane, Gletscher und auch Geysire zu besichtigen. Das ist echt cool, weil man das auch nicht überall bekommt. Und als Wintersportler kann man vor allem im Winter auch in Neuseeland eine wunderbare Zeit haben, denn dort gibt es tatsächlich riesengroße Ski- und Snowboard-Areale und diese Menschen werden dann auch mit Neuseeland sehr glücklich. Neuseeland hat auch noch den Pluspunkt gegenüber Australien, dass es da nicht so giftige Tiere gibt, im Grunde genommen kaum welche. Und die Leute, die halt wirklich trotz allen Vorurteilen panische Angst vor sämtlichen Sachen in Australien haben, die sollten sich dann vielleicht eher für Neuseeland oder Kanada halt entscheiden. Um nochmal auf die Städte einzugehen, Wellington und Auckland sind wirklich echt coole Städte. Man sagt über Wellington, dass es da sogar mehr Restaurants und Bars pro Kopf gibt als in New York. Und das ist natürlich echt krass eigentlich, wenn man sich das mal vorstellt in so einem kleinen Stadt und in so einem kleinen Land. Auch Partys sind in Neuseeland kein Problem, da gibt es nämlich auch ein paar echt coole, vor allem halt in den größeren Städten. Richtung Jobs, da ist es schwieriger als in Kanada oder Australien. Man muss da auf jeden Fall ein bisschen mehr planen und es sollte wirklich auch strukturierter sein. Wenn ihr die Chance auf einen guten Job habt, solltet ihr ihn auch ein bisschen länger behalten und nicht so direkt wieder wegschmeißen nach 2-3 Wochen und dann direkt wegziehen, sondern vielleicht wirklich einen ganzen Monat durchgehend arbeiten. Denn es kann schon schwieriger sein, an gute Jobs in Neuseeland zu kommen. Aber das waren jetzt auch nur die drei größten und klassischen Work-and-Travel-Länder. Natürlich kann man auch noch woanders Work-and-Travel machen, wie beispielsweise in Uruguay, Japan oder auch natürlich der Europäischen Union. Über Work and Travel in der EU habe ich sogar schon mal ein Video gemacht, welches ich euch natürlich hier oben und in der Beschreibung verlinke. Dann könnt ihr euch das auch nochmal anschauen. In der Beschreibung verlinke ich euch dazu noch ein paar gute Work and Travel Organisationen und ein paar weitere hilfreiche Links. Schaut sie euch gerne mal an. Und das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und weitergeholfen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach hoch freuen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Lasst ein Abo da, wenn euch das Thema interessiert. Auf meinem Kanal gibt es nämlich noch viele weitere Videos zum Thema Reisen und Auslandsaufenthalte. Und das war's jetzt. Bis denn. Ciao.